Ich hab kein Bieröffner hier. Nein! Ich lass dir Nein! noch. Hey, einfach auf den Tisch. Weißt du auch Bescheid. Weißt du, wie es geht auf den Tisch? Ich versuch's gerade mit der Schere. Boah. Irgendwie habe ich das Gefühl, ohne Bier halte ich das bei dir nicht aus. Ich glaube aber vorher macht die Schere eine Fliege hier. Hey, die fliegt dir dann ins Auge. Geil. Nee. Also, willkommen wieder zurück hier. Hi, wie geht's? Warte, was? Nein, noch Nein. nicht. Hi, Was? ich bin's wieder, der Enderman. Wir sind wieder hier mit Man of the World LP und spielen Yu-Gi-Oh! Sind gerade bei Schere, Stein, Papier. Und ich wähle Schere. Ha. Bam. So wie immer, zweiter. Hey, er hat irgendwie nie Bock anzufangen. Nein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, anzufangen ist irgendwie immer scheiße. So. Ich spiele jetzt mit dem gleichen Deck, was ich gerade hatte. Für die Leute, Ich die es spiele. interessiert. Also, Freunds. In der Zwischenzeit habe ich aber eine Flasche weißen geäxt, weil man so lange nicht mit Enderman auskommen kann. Also 20 Minuten Aufnahme reichen dort vollkommen aus. Ja, der ist eigentlich übrigens wirklich zu mir gekommen, hat mich geboxt. Er hat noch echt blaue Flecken und mein Bein tut noch richtig weh. Wieso habe ich dein Bein geboxt? Ey, ja, dein Bein, genau das habe ich gemacht, ne? Ja, voll in die Tay-Tays hast du getreten. So. Ja, das ist mein drittes Standbein, weißt Bescheid. So, ich aktiviere Kunst des Beschwörers. Als das erlaubt mir eine normale Monsterkarte mit 5 oder mehr Sternen zu rufen und ich hole mir die Drachenhornjägerin. Oh nein, er spielt so ein Deck! Nein! Also, kurz für die Leute, die es nicht wissen. Ich habe so reagiert, aus dem folgenden Grund. Ich kenne seine Karten nicht. Aber ich weiß, er spielt ein Panel-Deck. Das bedeutet, er benutzt an der Seite diese roten und blauen Flächen. Er hat sich eingelesen, was das zu bedeuten hat. Ich interessiere mich nicht dafür, was nicht meine Generation ist. Mir gefallen die Alten. Mir gefallen auch nur die alten, aber ich wollte mal so ein Deck haben, deswegen habe ich es mir gemacht. Deswegen fange ich jetzt schon mal an, den nächsten Weißen zu exen. Es ist aber interessant, dass ich jetzt zwischen Aufnahme zu dir gefahren bin, eine weiße Flasche geäxt habe, Hä, wir wieder sind doch am nächsten zurückgefahren Tag, hallo? Nächster Tag? bin. Achso, ja, aber jetzt, wir haben ja aber, ja, alles gut. Ja, Mach weiter. also bei mir läuft, kommt es beim Ja, nächsten Mal, ne? ich weiß, aber So. wir nehmen ja alles an einem Tag auf. Also habe ich in einem Nee, Tag eine Aufnahme also gemacht. ich weiß nicht, was du meinst. Also ich nehme nicht alles an meinem Tag auf. Jetzt spielen wir eine Runde. Du bist dran immer noch. Das ist im Übrigen meine Lieblingskarte. Vor allem, was sie kann, wie sie aussieht. Schaut sie euch an. Oh. Und ihr Schicksal ist auch traurig. So, ab in die Pendelzone. Kannst du dir da durchlesen? Drachenhirn, sie braucht was? Sie Drachengruben, braucht die Alter. Hörner, um eine Arznei für ihr Dorf herzustellen, das unter einer Seuche leidet. Noch weiß sie nicht, dass die Drachen ihr Dorf verbrannt und dem Erdboden gleich gemacht haben, nachdem sie aus ihrer Höhle vertrieben wurden. Und dann dieses Bild dazu, Alter. Einfach nur zum Gern haben. So, Pendelbeschwörung und ich beschwöre 3 Karten aus meiner Hand. Drei Karten gleich? Ja, ich darf so viele Karten wie halt auf mein Feld passen oder ich habe. Alles klar. Schimmerdrache. Bam. Drachengrubenmagier. Kann ich die Karten eigentlich jetzt zerstören, die an der Pennenseite? Oder sind das sind ja Fallenkarten. Jinso. Jinso. Du kannst keine Feinkarten aktivieren. Also, durch Jinso können keine Feinkarten aktiviert werden. So, das ist ein normales Monster und das ist einfach nur ein normales Monster, das einfach, ja, Verteidigung hat wie Scheiße. Jinso ist doch scheiße. Bei mir das, mir, also... Oh, jetzt habe ich den Start voll verkackt. Also ihr habt ja gesehen, dass ich dieses Monster hier links reingepackt habe. Und da steht so eine komische 3. Das bedeutet ab der Stufe 3, also alles drüber, also 4, 5, 6, 7 und so weiter, dürfen beschworen werden, aber die Grenze ist halt 8. Das heißt, alle Karten zwischen 3 und 8 dürfen beschworen werden. Also einfach so, ohne Tribut. Das heißt, alle Karten, also 4,
5, 6, 7 dürfen einfach so beschworen werden. Genau. Dann gibt es hier noch Pendeleffekte, also jedes Monster hat einen Pendeleffekt. Bei dieser Drachenhornjägerin ist es so, dass jedes normale Monster 200 ATK bekommt. Also zum Beispiel mein Schimmerdrache bekommt 200 ATK dazu, einfach so. Aber, warte mal, ist auch gut für dich, weil auch deine Monster bekommt 200 ATK dazu. Also jedes normale Monster auf dem Spielfeld. So, das ist auch ein normales Monster. Aber Jinzo ist halt kein normales Monster, weil es halt einen Effekt hat, deswegen kriegt es diese 200 ATK nicht. Der hat auch noch einen Pendel-Effekt, aber den kann ich nicht aktivieren, weil ich kein... Ja, weil ich kein Magier auf der anderen Seite, also hier, wo die Drachenhornjägerin ist, bräuchte ich einen Magier, dann könnte ich irgendwas Cooles, aber ja, das kann ich gerade nicht. Und er ist dran. Wir aktivieren den Effekt von Zauberkarte. Was von Zauberkarte? Ja, ich möchte einfach bloß eine Karte ziehen. Das könnte auch vielleicht eine Karte für mein Deck sein. Weil es ein Monster... Ach, das geht nur um Monster, okay. Oh nee, wir setzen diese Karte hier. Es wird eine Karte gespielt, habt ihr gesehen, Leute. Also ich bin jetzt schon am Arsch, muss man sagen. Mit den Karten, die ich jetzt habe... So, Kunst des Beschwörers, ich darf mir wieder ein normales Monster, Stufe 5, wo mir ein metaphysischer bewaffneter Drache. Und jetzt könnte ich wieder Pendelbeschwörung machen, ich bräuchte kein Tribut. Das ist aber eigentlich so bescheuert, eigentlich so, das ist wirklich OP, die Scheiße. Ja, aber da ich euch mal was anderes zeigen will, also ich will euch zeigen, was eigentlich mit den Pendelmonster passiert, die auf dem Feld sind, wenn die zerstört werden. Dann passiert nämlich was komplett anderes wie normal. Deswegen mache ich jetzt eine normale Tributbeschwörung, Schimmeldrache und die Pendelkarte. Denn die kommt nämlich auf den Extra-Deck. Und da kann man einfach wieder auf Pendelbeschwörung drücken und das Monster wiederholen. Genau. Also ich muss wirklich sagen, mit so einem Deck, das kann ich überhaupt nicht leiden zu spielen, weil... Ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr erzählen, oder? Ja, es ist deswegen, ich habe sie gesagt, ich eigentlich nicht cool. Aber du wolltest halt trotzdem, ne? Jetzt 3000 Angriff im zweiten Zug, im dritten. Boah, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hätte einen Plan im Kopf. Und dieser Plan wird nicht aufgehen. Er hat einen Plan. Er hat einen Plan. Ja, komm, wir setzen diese Karte hier. Was muss ich denn machen, damit dein Plan aufgeht? Gar nichts. Ich setze diese Karte hier. Also soll ich jetzt gar nichts machen, damit dein Plan aufgeht. Diese Karte hier. Nee, die Karte noch nicht. Man, weil die Sache ist, ich kann jetzt nicht direkt vorplanen, was passiert jetzt. Ja. Er wird zum Beispiel jetzt angreifen. Kann ich, ja. Die Frage ist bloß, ob er es macht. Ja. Die große Preisfrage. Hört sie euch an. So. Ich greife wieder mit Jinzo an. Oh, zum Glück. Oh. Ja, jetzt ist die große Preisfrage. Willst du lieber den Nerv-Dax der Fallenkarten zerstört oder lieber meinen 3000 Drache? Oh, weg mit dir, Jinzo. Oh ja. So, aus Blödheit greife ich trotzdem. Oh ja,
Oh, genau so. Ja. Das war mir klar. So. So, mein Drache ist jetzt weg. Aber ich habe einen Monster, der den Drachen wieder aus dem Friedhof wieder rausholt, wenn es mal funktionieren würde. Oh verdammt, ich hätte den noch beschwören können, Scheiße. Ja, egal. Komm schon, mein Monster hat doch nur 2700 Verteidigung. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ich das jetzt. Ja, das ist eine gute Karte, bringt mir aber nichts. Ich bin leicht überfordert gerade, weil es geil ist, ich habe kein Monster gezogen. Ja, dieses Deck ist einfach auch eigentlich viel zu OP. Wenn er jetzt das macht, was ich denke, dann könnte es eng werden, dass ich noch lebe, aber ich beende nur die Runde. Das Ding ist ja, mein Deck hat eigentlich eine Schwachstelle. Aber die sage ich dir erst, wenn die Runde vorbei ist. Ich will jetzt nicht noch verlieren, ne? So, 3 und 8 hat man es in groß gesehen. Wieder Gin so holen. Das ist mir klar gewesen. Und Was? Bäm! Drachenhornjägerin im Angriffsmodus. Ja, Ey, schau dir die Karte an, Mann. Wie spitze, ey. Ja, komm, ich greife den Gin so an. Attacke. naja. Also eigentlich kann ich jetzt schon auf Wiedersehen Oh, sagen. was? Nein, hätte ich den auch in Angriff gemacht. Ach, verdammt. Ja toll, jetzt hast du Also einen Boost. meine letzte Hoffnung ist jetzt auf die Karte, die ich jetzt ziehe. Jetzt kommt so schwarzes Loch. Ja, aber ich glaube, ich habe gewonnen. Okay. Ja. Ich werde diese Karte setzen. Ich werde diese Karte setzen. Und ich werde den Effekt aktivieren von dieser Karte. Es ist Verbergen die Schwerter! Nein, nicht diese Wichsschwelle. Ah! Und ich gehe in die Endphase. Das heißt auf Deutsch jetzt, für die Leute, die es interessiert, ich darf jetzt 2 Runden lang, was darf ich für einen Effekt aktivieren? Hast du das einen Effekt aktivieren? Ja, ich überlege gerade was. Ich kann mir die Karte nicht durchlesen. Ich aktiviere den Effekt von Ruf der Gejagten. Oh nee. Ich wähle natürlich meine wunderschöne Sturmhexe. Möchte ich noch was hinzufügen? Hast du überhaupt gesehen, was für Verteidigung meine Monster haben? Ja, ich weiß es. Und warum holst du dann die Sturmechse? Weil es Gründe hat. Wähle. Nee. Du sollst nicht die Sturmechse wählen, weil ihr Flip bringt dir nichts, wenn ich... Dann halt nicht. Nein. Was? Nee. Ich hab sonst nichts, also. Hä? Hast du jetzt gerade verkackt? Nein. Ich glaube, er hat gerade richtig verkackt. Hä? Ach stimmt, du kannst ja Fallenkarten aktivieren, wenn Jinzo nicht offen liegt. Ja, das habe ich vergessen. Aber ich mache dann eh nächste Runde. Ach, ich bin ja dran. Ach so. Ja. So, dann setze ich dieses Monster und hau meinen Drachengruben-Magier und meine Drachenhornjägerin weg. Ihr wisst, was das heißt. Genau, die kommen auf den Extra-Deck. Und Okay. weil es so lustig ist, darf ich bitte? Ja, klar.
weil es so lustig ist. Panelbeschwörung. Yeah, boys. Und dann kommen die wieder. Und so sind sie aus den Fängen der verbergenden Schwerter gerettet. Weil ich kann, darf die Drachenhornjägerin jetzt wieder in Angriffsmodus packen und denen halt, ja, kommt eh in Verteidigung. Darf ich beenden? Ja, oder? Ja. Das Spiel nervt mich bloß eine Runde. So Leute, also das heißt, ich habe bloß noch theoretisch eine Runde Zeit, damit ich Ruhe habe. Eine Runde, Leute. Okay. Nein, ich aktiviere hier keine Karte. Und zwar hole ich mir beschwöre Fechtnis Feuerfrettchen. Oh nein. Ja, was kann ich machen? Ach komm, leck mir am Hobel. Bitteschön, Nein! Nein! Bin ich beschwört! Warum das? Was hast du gemacht? Also, wieso hast du meine Karte ausgewählt? Nee, ich bin richtig bescheuert. Welche Karte wolltest du denn nehmen? Ich hätte deine Drachenhornjägerin oder so zerstören können. Ja, oder mein Drachengrubenmagier. Genau. Soll ich dir sagen, welche schlauer gewesen wäre? Drachengruben. Genau, weil ich den nur dreimal im Deck haben darf und es ist die einzige Karte, die okay. Halt so hohe Anzahl hat, also Alt 8. Und ich halt nichts mache, keine Einschränkungen habe. Weil in anderen Karten ist es halt meistens so, dass wenn die zum Beispiel, es gibt, ich habe eine Karte, die hat halt 10. 10 ist gut. Aber das Problem ist, bei denen darf ich nur spezielle Monster beschwören. Und die will ich einfach nicht beschwören. Ach scheiße, es geht. Beziehungsweise habe ich gar nicht. Gut, okay, ich habe jetzt was probiert, aber das Spiel hat es nicht mitgemacht, weil sonst könnte man eigentlich die ganzen Karten wieder umdrehen und wieder aufdrehen. Weißt du noch, wie ich das immer gemacht habe? Das war aber nur mit deinem antiken... Mit deinem Festungswächter, Spassiker. Und weißt du, warum das nicht mehr geht? Oder warum es ging? Also es geht eigentlich gar nicht. Ach so? Liegt einfach daran, weil ja, dein Monster hat halt diesen Effekt, dass es halt funktioniert. Deswegen. Schwarzes Loch! Oh fuck. So, komm, aktiviere den Effekt von feuchtendes Tja. Warte mal, zählen meine Pendelmonster eigentlich auch als normale Monster? Ja, aber sonst hätte das jetzt nicht gelöscht, oder? Oder auf was willst du hinaus? Weil da steht ja, wähle ein offenes Monster, genau. Konntest du mal eins von den beiden auswählen? Jetzt nicht, also von dem Pen. Gut, das habe ich nie geguckt. Ich hätte vorhin weil hätte in ich der bloß, Regel nicht, weil das sind ja das sind Zauberkarten. Genau, normal. Und damit hätte ich eigentlich vorhin zerstören können mit Dings, weißt du? So, warum ist dein Schwert? Ach stimmt, das war noch. Naja, eine Runde glaube ich, also das ist die letzte Runde. Ja, hier. Nächste Runde. So, Drachenhornjägerin. Also nach vor Marshmallow ist eine geile Karte, aber Drachenhornjägerin ja, ist die meine Lieblingskarte. Die Panel-Karten sind einfach nur OP. Kannst du sagen, was du willst? Nein, nein. Also Angriff. Naja, das war's. Nee, geht ja nicht. Hä? Warum geht das? What the fuck? Warum geht das? Das ist so... Hä? Hä? Warte. Das schaue ich jetzt nach. Hier, Deck ändern. Komm, los. Ja, das interessiert mich jetzt auch noch. Das kommt auch noch in die Folge rein. So, ja, ganz unten. Wenn diese Karte aufgelöst wird, werden alle Monster, die den Gegner kontrolliert hat, auf die Karte... Ach so, nur die Karten, die in den Zeitpunkt da waren. Ja, ach, kann die... Ja, das weiß ich. Aber ich dachte, so. Man kann dann zusätzlich auch noch nicht angreifen. Ja. Nee, warte mal. In die verdeckte Monster, die können in der Kampfposition nicht ändern. Zerstöre diese... Nee, das steht nicht da. Du hättest anscheinend angreifen können. Also hätte ich dich die ganze Zeit angreifen können. Ja, das heißt, ich wäre schon lange tot gewesen. Ja, gut, Leute. Ich nicht. Ich würde mal sagen, wir beide waren ziemlich bescheuert dieses Mal. Das war's auch dieses Mal. Ja, dieses Mal mit einer Yu-Gi-Oh! Folge. Wahrscheinlich kommt meine später als bei Enderman. Muss ich gleich dazu sagen. Warum denn das denn?
weil ich gerade keine Zeit habe und andere Upload-Zeit mache, weiß schon. Alles Das, klar. deswegen wird das wahrscheinlich so sein. Ich tue vielleicht einen letzten noch mal herausfordern auf sein letztes Deck. Wer weiß, wir werden Ich habe ja sehen. noch dieses normale Deck, was du eh schon Wir kennst. werden mal, ich werde glaube ich mit Exfolia den noch mal das Deck versuchen. Aber Leute, das werden wir Dann nächstes nehme ich Mal einfach sehen. Kartenzerstörung. Wir werden nächstes Mal gucken. Gut, Leute, bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi und euer Tschüss. Tschüss, genau. Tschüss.